herzlich willkommen im Wattenscheidler Heidenstadion, powered by Stettin Service Group. Die SG 09 spielt heute gegen die BVB U23. Es ist sehr kalt, der Boden ist aber halbwegs in Ordnung. So freuen wir uns auf ein schönes Spiel heute. Die Borussia hat ihr erstes Spiel. Ja, die Jungs sind auch schon ganz heiß. Das wird heute bestimmt was. Ja, der BVB spielt heute sein erstes Saisonspiel. Wir haben ja schon einen glorreichen Auftakt gegen den KFC aus Uerdingen hinter uns. Hoffen wir, dass die Jungs heute ebenso erfolgreich sein werden. Und warten gespannt, ob die Jungs gleich auch noch so rennen können. Die 09er setzten da an, wo sie gegen Uerdingen aufgehört haben und setzten die Dortmunder von Beginn an unter Druck. Erste knifflige Szene, Joe Boyamba im Zweikampf mit Chato, der berührt ihn. Joe Boyamba fällt, doch der Schiedsrichter pfeift diesen Elfmeter nicht. Bitter, aber keine Zeit, weiter darauf einzugehen. 3 Minuten später die 09er mit dem nächsten gefährlichen Angriff. Norman Jakubowski hält hier den Ball, klasse im Spiel. Dann Jeffrey Obst verliert zunächst das Leder, aber die 09er setzen die Dortmunder direkt immer wieder unter Druck. Hier hält Jeffrey Obst klasse den Ball im Spiel. Dann Joe Boyamba gefühlt gegen 5-6 Gelb-Schwarze. Kann er sich immer wieder durchsetzen, bleibt immer noch am Ball. Sehr gut gemacht von der quirligen Nummer 9 bei der SG 09. Die nächste Möglichkeit, die Dortmunder haben Probleme, den Ball zu klären. Mael Kobos nochmal. Joe Boyamba dann mit dem Pass auf Nico Buckmeier. Sehr gute Schussmöglichkeit, aber er verzieht leider. Sehr, sehr gute Chance, in Führung zu gehen. Aber leider etwas verzogen von unserem Captain. Dann der Freistoß von Manuel Globac, den Felix Klever nicht im Tor unterbringen kann. Dann diese Probleme mit Reckert mit dem Schuss. Und Manuel Globac aus spitzem Winkel kann er den Ball leider nicht im Tor unterbringen. Die 09er klar spielbestimmend. Der große Favorit aus Dortmund mit Riesenproblemen. Hatte nach vorne zunächst gar nichts zu melden. Zumindest bis zu dieser 28. Minute. Dann dieser zugegebenermaßen sehr guter Angriff. Herbert Bockhorn sieht Sören Diekmann völlig frei und er macht das 0-1. Wie die Temperaturen im Stadion, eisekalt die Borussen. Sören Diekmann völlig frei und dann keine Abwehrmöglichkeit für Edin Sancakta. Und nach 28 Minuten heißt es völlig aus dem Nichts 0-1 aus Sicht der SG 09, die danach einige Probleme hatten. Edin Sancakta bekommt da den Ball nicht weit genug weg, aber die 09er bleiben zunächst dann im Ballbesitz. Dann verlieren sie aber die Kugel und die Dortmunder schalten blitzschnell um. Rizzo wird hier geschickt, bringt den Ball einfach mal nach innen und Felix Klever unglücklich mit dem 0-2 ins eigene Netz. Eigentlich keine richtige Torschance, aber leider Felix Klever unglücklich ins eigene Tor und nach 35 Minuten heißt es im Leidestadion 0-2. Keiner wusste so richtig warum, aber so war das nun mal. Die 09er mussten nun den 2-Tore-Rückstand aufholen. Hier mal eine gute Möglichkeit. Nico Buckmeier auf Angelo Langer wartet etwas zu lange mit dem Abschluss. Dann können die Dortmunder klären und es blieb zur Pause beim unglücklichen 0-2 aus Sicht der SG. Doch die versuchten direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit die Aufholjagd zu starten. Reckert hier mit großen Problemen. Joe Boyamba und dann der klare Rückpass vorher. Ball in die Hand genommen von Reckert. Doch zu allem Erstaunen pfeift der Schiedsrichter Offensivfoul gegen Joe Boyamba. Völlig inakzeptabel eigentlich. Aber sei es wie es sei, vom Freistoß weg. Die 09er noch wütend über diese Aktion bzw. über diese Schiedsrichterentscheidung und die Dortmunder, wie gesagt, eiskalt nutzten auch diesen kleinen Patzer aus. Der Ex-Bochumer Pavlidis bleibt ganz ruhig vor dem Tor und macht das 0-3 in der 55. Minute. Auf der einen Seite den Rückpass bzw. den indirekten Freistoß für den Rückpass nicht erhalten und praktisch im Gegenzug das 0-3 kassiert, der nächste Nackenschlag für unsere Schwarz-Weißen, die trotzdem nicht aufgeben wollten und bereits eine Minute später den nächsten Angriff einleiteten, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Wieder Joe Boyamba über die rechte Seite dann,
kommt der Ball nach innen und dann wird Dimitumbul berührt. Fällt hin, der Schiedsrichter zögert zunächst noch, gibt dann aber doch Elfmeter für die SG 09 und das die große Möglichkeit für Manuel Glowacz, den Anschlusstreffer zu erzielen. Und das macht er ganz souverän, 7. Saisontreffer vom Manuel Glowacz zum 1:3, neue Hoffnung für alle 09er unter den 385 Zuschauern. Bittere Zuschauerzahl natürlich, aber aufgrund der Legung des gleichzeitigen Spiels von der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund in Bergamo. Leider war das so zu erwarten. Dann die nächste Möglichkeit für die Dortmunder und Jeffrey Obst rettet kurz vor der Linie. Das wäre das 1:4 gewesen. Das folgte leider dann 3 Minuten später nach diesem Pass auf Flücke. Hat er etwas Glück, dass da Edin Sancak da nicht die rote Karte riskieren will. Und der macht er das 1:4, Patrick Flücke. Schöner Pass. Edin Sancak da kommt da nicht ran, will dann die rote Karte zurecht nicht riskieren. Und Patrick Flücke hat dann keine Mühe, den Ball ins leere Tor zu schieben. 1:4. Ganz, ganz bitteres Ergebnis für die SG 09. Eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, aber dann doch zu viele individuelle Fehler gemacht. Und dementsprechend der Rückstand. Dann der eingewechselte Sebastian van Santen nochmal, Jobo Jamba und dann ebenfalls eingewechselte Berkan Cambulut mit dem 2:4 in der 78. Minute. Neue Hoffnung wieder für die 09er. Die Dortmunder waren sich nie wirklich sicher, ob sie dieses Spiel gewinnen können. Die 09er drängten, drückten, versuchten alles. Aber es blieb letzten Endes beim 2:4 Erfolg, Auswärtserfolg für die Dortmunder. Dann leider diese unrühmliche Szene in der 92. Minute. Zweikampf hier, Nico Buckmeier, ganz leichter Schubser. Der Dortmunder fällt theatralisch hin. Schiedsrichter gibt ihm die gelbe Karte, seine 4. Und dann der große Auftritt von Ornatelli im schwarz-gelben Trikot. Bei 4:2-Führung wischt er hier Maelko Boos mit der Hand im Gesicht. Das hat der Linienrichter natürlich gesehen. Völlig unnötige Aktion des Dortmunders, der dann folgerichtig die rote Karte sah. Unerklärlich bei einer 4:2-Führung kurz vor dem Ende. Aber nun gut, das ist das Problem der Dortmunder. Die 09er unterliegen leider dem BVB mit 2:4. Müssen wir Mund abwischen, weitermachen. Am Sonntag bereits geht es weiter mit dem Auswärtsspiel bei der Kölner U21. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß noch bei den Stimmen zum Spiel. Ja, Adi, 2:4 ist ausgegangen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, wir waren eigentlich ganz gut drin. Passieren aber viel zu einfach die Gegentore. Die kamen gefühlt 4-mal vor das Tor und haben 4-mal getroffen. Ja, und jetzt ein bisschen leer so halt. Ne? Wir haben uns halt hier viel mehr erhofft. Und dann hier so zu verlieren ist halt scheiße, sag ich mal. Ne? Wie hast du die Szene mit Joe vorne gesehen? War das ein Elfmeter? Also Joe selber sagt, war ein Elfmeter. Ich denke, ich glaube ihn mal dabei. Ja. Ja, schade. Ich denke, der Schiedsrichter hat heute nicht seinen besten Tag. Ja. Man soll nicht immer über einen Schiedsrichter meckern, aber ja. Ja, kann passieren. Gut, ich will dich gar nicht so lange frieren lassen. Danke fürs Interview. Ja, herzlichen Dank und hallo zusammen. Ich finde, so eine Partie hat mehr Zuschauer verdient insgesamt. Glaube ich, ein tolles Spiel, einiges zu bieten mit vielen Toren, viele Torraumszenen. Und ich habe Wattenscheid schon vorher gelobt für ihren Fußball, den sie spielen. Und fand es relativ schade, dass das so ein bisschen bei dem Spiel schwierig war, weil klar, wenn du auf so einen Platz kommst und dann froh bist, dass du zu der Jahreszeit spielen kannst, dann musst du einfach akzeptieren, dass Papelle hoppeln, dann musst du akzeptieren, dass ein paar Zweikämpfe manchmal geführt werden müssen. Deswegen, glaube ich, war es ein hitziges Spiel insgesamt, was ich aber gut fand, weil wir haben das gebraucht, um auch wieder reinzukommen. Wir haben eine lange Zeit nicht gespielt, waren deswegen unheimlich dankbar, dass wir spielen konnten und können auch einfach der Stadt Bochum mal aussprechen, dass wir endlich nochmal Fußball spielen durften. Zum Spiel, ich glaube, wir haben in der ersten Phase Glück gehabt, weil es eine Situation mit Jan und Zweikampf sind. Und
Ja, Mujato und Boyan beim Zweikampf sind und da glaube ich schon mal Glück, weil glaub, er trifft ihn so etwas, aber der Schiedsrichter wertet die Situation für uns und lässt das Spiel weiterlaufen. Und danach gab es andere Situationen, wo ich glaube, der hätte auch für uns entscheiden können und so hat sich es irgendwie durchgezogen. Sowohl die erste Halbzeit auch die zweite. Ich glaube, dann haben wir eine tolle Kombination, wo am Ende dann Jörn Diekmann abschließt. Wir wussten, dass Wattenscheid manchmal eine Seite preisgibt und das wollten wir eigentlich mit der Außenverteidigung auch nutzen. Kam da auch zum Tragen, weil der Ball auch einfach gut laufen konnte zu dem Zeitpunkt und Sören Diekmann einfach auch den guten Anschluss hat und dann das Tor, denke ich, sehr, sehr souverän verwertet. Was wir dann auch wussten, auch selbst als wir das 2-0 gemacht haben und in der Halbzeit wieder gestartet sind oder nach der Halbzeit, dass einfach Wattenscheid nie aufgibt. Wir haben es gesehen gegen Uerdingen, die Mannschaft hatte tolle Moral und mit ihrem Fußball dazu musst du immer aufpassen, es wird immer gefährlich sein und das wollten wir dann hinten raus wegverteidigen, weil da kam Van Santen, ein großer Stürmer, den wir beobachtet hatten und dann mussten wir einfach auch dann mit Amos Pieper reagieren im Zentrum, starken Zentrumspieler wieder bringen und ich glaube, das hat uns am Ende recht gegeben, weil dadurch konnten sie den Raum hinten etwas öffnen, das konnten wir nochmal hinter die Kette stoßen und deswegen glaube ich, ist es am Ende mit den 4 Toren verdienter Sieg. Wir sahen mit Weinen in den Auge, von der Tatsache, dass Michael Eberwein sich, glaube ich, schwerwiegender verletzt hat. Wir haben noch keine genaue Diagnose, aber die steht in den nächsten Tagen aus. Ja, und dann darf ich meinem Kollegen alles Gute wünschen. Ich finde es toll, was hier in Wattenscheid immer geleistet wird. Und ja, nochmal vielen Dank, dass wir spielen konnten. Ja, hallo erstmal zusammen. Glückwunsch erstmal für Jan und deine Kuppe, für die 3 Punkte. Ich glaube, insgesamt war es ein wirklich ein temporeiches Spiel mit vielen Szenen. Ich glaube, auch kniffligen Szenen. Ich glaube, wir sind richtig gut reingekommen ins Spiel. Eigentlich in der Phase, wo wir eigentlich hätten auch ein Tor schießen können, bekommen wir eins. Das zweite haben wir eigentlich sozusagen fast selber aufgelegt mit dem nicht klärenden Ball vom Edin. Und der Ball kommt dann postwendend zurück und passt dann, dass der Felix den dann reinköpft. Es war natürlich dann schwer nach dem 0-2. Haben wir aber gesagt in der Halbzeit, dass wir uns nochmal sammeln, dass wir da trotzdem nochmal mutig nach vorne spielen. Aber nicht, dass wir alles aufgeben, haben dann leider das 0-3 bekommen. Das ist natürlich dann schon schwierig, dann auf den Verhältnissen dann nochmal zurückzukommen, trotzdem nicht aufgesteckt, haben das 3-1 gemacht, 4-1, dann 4-2 noch geschossen, haben dann nochmal alles nach vorne geworfen. Hat dann am Ende nicht gereicht. Wir müssen halt zusehen, dass wir vielleicht nicht mehr so euphorisch sind. Vielleicht hat das 3-3 gegen Uerdingen auch so ein bisschen getäuscht. Nichtsdestotrotz kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, weil sie wirklich nie aufgesteckt hat, alles nach vorne geworfen hat. Jetzt fahren wir Sonntag nach Köln und wollen zusehen, dass wir da ein gutes Ergebnis haben. Ich war allen Zuschauern danke, dass ihr da wart und bis in 2 Wochen. Dankeschön. Tschüss.